neue Staffel. Jetzt nur auf Sky. Einen Monat für nur einen Euro. Hallo Leute, HBO kann es einfach nicht lassen und hat uns im Rahmen der Comic-Con einen weiteren Hype-Trailer beschert, der sowohl Szenen aus der zweiten, aber wohl auch aus der dritten Episode der siebten Staffel zeigt, den ich gerne für euch analysiere. Und für alle, die noch nicht wissen, wo sie sich die siebte Staffel anschauen sollen, empfehle ich Sky Ticket. Denn für unter 2 Euro könnt ihr mit Sky Ticket seit dem 17. Juli die brandneue siebte Staffel von Game of Thrones inklusive Staffelfinale am 28. August genießen und es ist monatlich kündbar. Und für alle Zocker gibt es Sky Ticket auch auf Smart-TVs, Mobilgeräten oder Konsolen. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu. Der Trailer beginnt mit einer imposanten Szene, in der man wahrscheinlich Daenerys Gruppe an der Küste Drachensteins ankommen sieht. Anhand der Sperre im Bild und dem Aufbau des Trailers gehe ich davon aus, dass es Daenerys Unbefleckte sind. Wir sehen Drogon, der eine Kurve auf Schloss Drachenstein fliegt und Daenerys, die sich dramatisch zu ihren eigenen Worten umdreht und diese mit ihrem Blick bestätigt. Ich wurde geboren, um die sieben Königreiche zu regieren. Und das werde ich. Die Szenerie wechselt zu Cersei und nun haben wir auch einen genauen Blick auf ihre neuen Verbündeten, die sie vor der Tochter des irren Königs warnt. Offensichtlich schließen sich Randall und Dickon Tully Cersei an. Für den Fall, dass beide sterben sollten, würde das Samwell zum Lord des Hauses Tully machen, vorausgesetzt er bricht seine Maesterausbildung ab oder die neue Regierung bricht mit den Regeln der Zitadelle, aber das stelle ich mir wohl einfacher vor, als es sein könnte. Für den Fall, dass ihr euch über den jungen Mann neben Samwells Vater wundert, die Rolle des Dickon Tully wurde neu besetzt. Und weiter gehen Cerseys Worte, während wir eine sehr beeindruckende Lannister-Armee in Formation marschieren sehen. Dabei erinnern mich ihre Worte an die von Jon oder Ser Davos, während diese jedoch vor den Weißen Wanderern warnen. Und so sagt Cersei, wir müssen zusammenhalten, wenn wir hoffen wollen, sie zu stoppen. Wir kommen nach Winterfell, wo bereits die ersten Pläne umgesetzt und alle Menschen, ob Mann, Frau oder Kind, für den Kampf ausgebildet werden, während wir mehr von Jon Schnees Diskussion mit Jon Royce erfahren. Anscheinend wehrt er sich gegen eine Allianz mit den Targaryen, wahrscheinlich sogar auf Kleinfingers Befehl hin, da dieser daraufhin mal wieder schelmisch schmunzelnd gezeigt wird. Doch Jon macht mit seinen Worten eines ganz klar, und nur darum geht es in den vielleicht letzten Stunden der Menschheit. Wir können die Armee des Nachtkönigs nicht alleine besiegen. Daenerys hat Drachenfeuer. Natürlich ist Drachenglas sehr nützlich gegen die Untoten des Nachtkönigs, vorausgesetzt sie finden genug davon und in der nötigen Zeit, doch es geht nichts über gleich drei ausgewachsene feuerspeiende Drachen. Ich persönlich denke mal, mit diesem Argument sollte man prinzipiell jede Diskussion gewinnen. Und auch Ser Davos gibt den Leitspruch des Trailers von sich, wahrscheinlich während er mit Jon in Daenerys Thronsaal steht, wenn wir uns nicht zusammenschließen, werden wir sterben. Sansa hat auf Winterfell Tränen der Freude in den Augen, deshalb gehe ich stark davon aus, dass Arya es nach Hause geschafft hat und die beiden sich nach so vielen Jahren endlich wiedersehen. Gleichzeitig findet auch ein Zusammenschnitt der Hauptakteure der nächsten Folgen statt, so sehen wir nach Sansa dramatische Schnitte zu Daenerys, Cersei und Jon jeweils in ihren Thronsälen, während Lyanna Mormont uns und allen anderen wieder daran erinnert, dass der Winter da ist. Und wieder wird die mysteriöse Klinge geschliffen. Wessen Klinge ist es und wieso ist sie so wichtig, dass sie uns immer wieder gezeigt wird? Wir sehen die Unbefleckten, die wohl in der dritten Folge Lannisport oder gar Casterly-Stein einnehmen, Kleinfinger, der an die Wand gedrückt wird und Lannister-Bogenschützen, die nach unten zielen, wahrscheinlich auf den sich als Retter der Stadt feiernden Euron Grau freut. Aber wohl nicht um ihn zu töten, sondern nur zur Sicherheit, immerhin eilt ihm ein Ruf als Verräter voraus, weshalb Cersei unter anderem seinen Heiratsantrag erstmal ablehnte. Cersei scheint Jaime mit ihrem Liebesausbruch zu überraschen und vielleicht fügt es sich wieder zwischen den beiden, oder aber Cersei zeigt ihm ein letztes Mal, was er nicht mehr bekommen kann. Während Kleinfinger die folgenden Worte spricht, sehen wir nochmal Danny auf Drachenstein, Aschers Flotte, Melisandre, aber diesmal mit Varys im Hintergrund, Missandei schnappt sich grauer Wurm, Theon und Aschar sehen den ersten Feuerball auf sich zurasen, Arya, die sich wahrscheinlich nach dem knurrenden Wolf umdreht, und wir sehen einen Kameraschwenk von Daenerys Gruppe auf den langen Weg nach Burg Drachenstein. Dann bekommen wir auch Kleinfinger selbst zu sehen, der wieder mal versucht, Sansa zu manipulieren. Jeder ist dein Feind, jeder ist dein Freund, jeder mögliche Ablauf von Ereignissen läuft gerade gleichzeitig ab. Sansa scheint zu verstehen, dass damit gemeint ist, die Zeit zum Handeln sei gekommen, ihm aber definitiv nicht traut. Wir sehen wieder Tyrion traurig den Drachen hinterhersehen, Unbefleckte, die beim Erstürmungsversuch scheitern, Drogon wohl etwas früher aber in derselben Szene auf dem Weg zur Burg und Jaime, der seiner Armee letzte Anweisung vor der Schlacht gibt.
Weiterhin sehen wir mehrere Bilder, die wir bereits kennen, und ein neues, besseres Bild von Danny auf Drachenstein und Jamies erfolgreicher Eroberung Rosengartens. Nicht nur Jamie scheint mir nicht gekämpft zu haben, sondern auch die Soldaten scheinen eine lockere Zeit zu haben. Vielleicht hat Lady Olenna tatsächlich die dornischen Verteidigungsstrategien von den Sandschlangen gelernt und umsetzen lassen. Wir sehen sogar kurz Jorah Mormont im Schein einer Fackel, doch man sieht seinen von Grauschuppen befallenen Arm nicht. Wird er vielleicht von Sam besucht, der ihm helfen möchte, oder bereits Drachenglas als Heilmittel gegen Grauschuppen entdeckte? Nachdem Lannister und Unbefleckte aufeinandertreffen, bringt uns der Trailer zu Daenerys Thronsaal, die dort bereits von Melisandre erwartet wird und etwas überaus Interessantes zu ihr sagt. Ich glaube, du hast eine Rolle zu spielen. Genauso wie jemand anderes. Ich persönlich muss natürlich sofort an die Prophezeiung Azor Ahais denken und frage mich, meinte sie damit etwa tatsächlich, was wir alle befürchten? Ist das etwa eine Botschaft zum bittersüßen Ende? Bedeutet das etwa, dass Daenerys und Jon die Rollen Azor Ahais und Nissas verkörpern? Wir wissen ja bereits, wie deren Geschichte ausging. Und so endet auch dieser Trailer damit, dass mein Hype-Scouter weit über 9000 anzeigt und gleich nach der letzten Szene explodierte. Mit anderen Worten, ich werd echt noch bekloppt. Was meint ihr dazu? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt meine Videos und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Denn auch diesen Monat gibt es unter meinen Abonnenten etwas zu gewinnen. Und zwar diesen Original Stark Banner Magnetwappen, den es so einzeln nicht im Handel zu kaufen gibt, und das Xbox One Spiel Quantum Break aus meiner persönlichen Kollektion. Das Spiel an sich hat zwar nichts mit Game of Thrones zu tun, aber Aiden Gillen spielt eine Hauptrolle, uns besser bekannt als Kleinfinger. Und wenn ihr gerade dabei seid, seid doch so lieb und gebt meiner Facebook-Seite ein Like, auch für zukünftige Giveaways. Klickt dazu einfach bei meinem Kanalbanner auf das Facebook-Symbol. Und denkt daran, ihr könnt euch die gesamte 7. Staffel von Game of Thrones seit dem 17.07. bis zum Staffelfinale am 28.08. für unter 2 Euro mit Sky Ticket ansehen, gerne auch über Mobilgeräte, Smart TVs oder Konsolen, und es ist monatlich kündbar. Klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link, um zum Angebot zu kommen. Dort findet ihr auch weiterhin alle weiteren Informationen dazu. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis. Zeit zu zittern. Der Winter ist da. Die neue Staffel Game of Thrones. Jetzt nur auf Sky. Streame alle Staffeln mit Sky Ticket. Jetzt testen. Einen Monat für nur 1 Euro. Einfach monatlich kündbar. Hol dir Sky Ticket.